Eine Variante für diejenigen, die diese Stäbe mitverwenden, ist für den Tibialis anterior besonders günstig. Da lagere ich die Wade frei hängend, um leichter in eine Entspannung zu führen. Günstig ist es eventuell sogar, die Ferse etwas mit anzustellen, damit es möglichst wenig Widerlager von der Wadenmuskulatur gibt. Setze den Stab so auf, dass ein Finger wieder mitfühlt, palpiert und der Stab direkt am Rand des Tibialis anterior mit ankommt und ich hier von seinem Ursprung aus nach lateral in die Tiefe gehen kann. Wow, das sind sehr entspannt, Tibialis anterior. Ja, das ist auf diese Seite zumindest. Das ist nicht für alle Personen so. Bei Ulf sieht man, dass dieser Stab fast 1 cm in die Tiefe geht. Bei Leuten, die Beschwerden haben mit Periostreizung, häufig Personen, die viel joggen gehen, kann man ungefähr 5 bis 7 mm erwarten. Bei Ulf wäre das ideal. Er hat einen wirklich sehr geschmeidigen Tibialis anterior. Für diese Technik bleibe ich im Normalfall, wenn dort jemand Probleme hat, 20 bis 30 Sekunden in der Tiefe und schiebe den Stab einfühlsam mit dem Finger mit nach außen. Je mehr Verhärtung es dort gibt, desto wichtiger ist es wieder, dass ich eine aufrechte Oberkörperposition habe, bis hin vielleicht, das auch wieder in so einer Ausführung mit zu gestalten. Ich lasse einfach mal ganz kurz nach.